Hi, ich bin Dr. Colli, ich bin Hi. Freunde, es gibt viel zu erzählen. Ich habe vor kurzem bei Facebook die Aufforderung bekommen, Ihnen zu sagen, wie haben Sie sich ausgedrückt? Sie haben nun die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass Sie weiterhin werbefrei Facebook genießen können. Und ich muss dann irgendwelchen Dingen zustimmen und was weiß ich, ich habe das gestrichen. Also ich bin nicht mehr auf Facebook, falls es irgendjemand interessiert. Und WhatsApp geht auch nicht mehr. Ich habe nämlich WhatsApp auf meinem Tablet und das Tablet ist kaputt. Ja. Aber Telegram tut auch, ne? Telegram tut auch. Ja. Mich hat jemand gefragt, ob ich einen Tipp weiß, wie man dem Wahnsinn des Weltgeschehens entgehen kann. Ja, aussteigen oder einsteigen in ein selbstverantwortetes Leben. Was anderes weiß ich nicht. Ich würde dem alten Schlechten keine weitere Energie geben, um es zu bekämpfen. Ja, richte deine Aufmerksamkeit und deine Kraft auf das Neue, auf das, was du haben willst, nicht auf das, was du loswerden willst. Ja. Was soll man zu dem augenblicklichen Weltgeschehen sagen? Man darf ja nichts mehr sagen. Ja, also ich hatte ja mal einen Kanal bei YouTube mit 120 oder 117.000 Abos. Und da haben sie mich rausgetrickst. Ganz einfach. Wir haben Vaporizer gebaut und ich hatte eine Website, auf der ich die Vaporizer angeboten habe. Aber auch nur Vaporizer. Ich habe nichts zu Kiffen verkauft oder angeboten oder irgendwelche anderen Drogen. Das war also wirklich an den Haaren von YouTube, an den Haaren herbeigezogen. Und mit der Begründung, ich würde da Drogen anbieten, haben die mir mein Video gesperrt, weil ich unter dem Video für meine Webseite Werbung gemacht habe. Dann habe ich denen geschrieben und gesagt, hör mal Leute, das ist nicht wahr. Ich biete keine Drogen an, das ist Unsinn. Es geht lediglich um legale Verdampfer. Dann habe ich eine Antwort bekommen von YouTube, was sehr selten passiert. Alles klar, gut, dass Sie uns berichtigt haben. Wir haben einen Fehler gemacht und das Video war wieder online und der Link zu meiner Webseite war auch wieder online. Und die Sperre war weg. 6 Wochen später kriege ich eine E-Mail von YouTube. Wir haben dieses Video vom Netz genommen, weil sie darin in Werbung machen für den Verkauf von Drogen. Also exakt derselbe Vorwurf, nochmal. Dann habe ich da wieder Widerspruch eingelegt, mit derselben Begründung. Und ob ihr es glaubt oder nicht, kam die zweite Antwort von YouTube. Ja, wir haben uns vertan, tut uns leid, Video ist wieder online, der Link ist wieder aktiv, alles paletti. Und dann ging es weiter. Also ich hatte vorher mal irgendwann in einem Video Dinge behauptet, die den Aussagen der WHO zum Thema Corinna widersprachen. Und dafür habe ich einen Streik bekommen. Und
wenn du innerhalb von 3 Monaten 3 Strikes hast, dann bist du raus bei YouTube. So. Und dann kam, also innerhalb der 3 Monate, ein drittes Mal dasselbe Video aus denselben Gründen gesperrt. Und natürlich mit Streik, ne? Immer wieder mit Streik. Und ich habe es erst nicht geglaubt. Ich habe gedacht, die haben ein anderes Video, aber die haben dasselbe Video genommen. Also wirklich total Banane. Na, beim dritten Mal, und dann hatte ich ja jetzt dann 2 Strikes, ja, vom dritten Mal das Video löschen und der wegen der medizinischen Missinformation. Und dann kam keine Antwort. Kam einfach keine Antwort, keine Reaktion auf meine Beschwerde. So wie sie immer tun. Und dann kam noch eine Situation, wo genauso irre war. Und dafür habe ich dann den 3. Streik gehabt. Und noch bevor die Beschwerde für den 2. Streik überhaupt bearbeitet war, hatte ich den 3. Streik und damit war ich raus. Ja, und dann brauchst du echt einen Anwalt oder sowas, damit du da noch was gegen machen kannst. Ne? Ja. Das war also nicht, wie manche Leute annehmen, weil ich zu viel mit Weed gemacht habe. Ich habe das weder angeboten, noch verkauft, noch sonst irgendwas. Von daher, das war der erfolgreiche Versuch von YouTube, mich loszuwerden. Weil mit 120.000 Abonnenten bekommst du langsam einen Einfluss. Und wenn du dann was sagst, dann passt denen das nicht. Also wenn du das Falsche sagst. Ne? Ich habe ja letztens auch wieder in einem Video, in meinem Weihnachtsvideo, was immer noch erhältlich ist auf Telegram, habe ich ja wieder mal Dinge behauptet, von denen ich dachte, dass die in Amerika gerichtlich bereits geklärt seien. Auch zu diesem Thema mit der Pandemie. Ja, also. Und ich war eigentlich sicher, dass das inzwischen soweit genehmigt ist. Also, dass man das sagen darf. Aber das war nicht so. Also habe ich schon wieder einen Streik, jetzt auf diesem Kanal. Ich muss also noch mindestens 2 Monate lang aufpassen, dass sie mir nicht wieder so ein Ding reindrehen, wo sie dann nicht reagieren und das einfach aussitzen. Ja, deshalb, was soll ich zu dem Weltgeschehen sagen? In meinen Augen sind die alle nicht ganz normal. Und das nicht ganz normal wird jetzt zum Normal gemacht. Die Menschen sollen kirre gemacht werden, verrückt gemacht werden, ja, meiner Ansicht nach. Wenn sie dir nach ein paar hundert Jahren erzählen, es gibt mehr als 2 Geschlechter oder ja, was weiß ich, man darf es ja nicht mal aussprechen, man darf ja da nicht drüber reden, was da passiert. Aber ist ja wohl offensichtlich, dass jeder Mensch mit normalem Menschenverstand sieht, was die probieren für einen Schwachsinn und dass das Schwachsinn ist. Ja, aber Fräulein von der Leyen ist ja der Ansicht, dass Misinformation und Disinformation das Schlimmste ist, womit die EU oder die Welt die nächsten Jahre zu rechnen hat. Das heißt, die kündigen uns an, dass wir die nächsten Jahre von denen noch viel mehr belogen werden, weil die sind diejenigen, die die Missinformation verbreiten. Ja, also insbesondere Fräulein von der Leyen, die ist ja schlimmer wie die Karine Philipp da in die Sprecherin vom Weißen Haus in Amerika. Die ist ja
Das ist ja nicht, die lügt ja noch mehr, ne? Was die alles erzählen und was die für Regeln wollen. Die wollen ja jetzt das ganze Internet komplett. Du musst eine ID abgeben beim Staat, vom Staat und dich dann anmelden und ja, also ich bin dann wahrscheinlich raus, weil ich sehe nicht ein, warum ich beweisen soll, dass ich bin. Und so eine staatliche ID, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Da musst du dich dann impfen lassen, damit du sowas kriegst. Und da habe ich noch weniger Bock drauf. Ja. Ich baue hier mein Gemüse an, in der Hoffnung, dass ich davon irgendwann mal komplett leben kann. Und dann können sie mich nicht mehr viel erpressen. Und Bill Gates, sein Regalgemüse und sein gedrucktes Scheißzeug, das kann er behalten, das brauche ich nicht. Das ist umweltschädlicher wie ein gutes Steak von einer grasgefütterten Kuh und dient eigentlich nur der Abhängigkeitmachung, also der Versklavung aller Menschen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb habe ich ja schon seit Jahren versucht, einen Garten zu finden. Das, was ich hier gefunden habe. Ja. Ja, und wenn ich dann keine Sahne für meinen Kaffee mehr kaufen kann, dann halte ich mir ein paar Ziegen. Und dann mache ich mir Ziegensahne in meinen Kaffee, das ist mir dann auch egal. Oder Mandelmilch. Ja, ne, den Wahnsinn der Welt, den habe ich hinter mir gelassen, Freunde. Und ich sitze zwar öfter hier, wenn ich dann im Internet manche Sachen lese und denke dann, boah, mir wird schon wieder schwindelig vom Kopf schütteln. Ich muss das Gerät abschalten. Ja. Ich bin da raus inzwischen. Ich wie die Bundesregierung Solidarität mit Israel ausrufen kann, finde ich so ekelerregend und so abartig, da fehlen mir die Worte, meine Missachtung für die Bundesregierung auszudrücken. Also nachdem sogar der Internationale Gerichtshof in Den Haag Israel vorwirft, Genozid zu betreiben, oder auf dem Weg dorthin zu sein, mit überwältigender Mehrheit, ja, also 15-2 ist schon heftig, dass die Bundesregierung dann noch die Frechheit, die Arroganz, die asoziale Arroganz gegenüber den Tausenden von toten Kindern hat, die Stirn hat zu sagen, Israel ist unsere Staatsräson. Echt. Gott! Bah! Bah! Boah, bin ich froh, dass ich da raus bin. Echt. Ja, da kann ich nicht mal mehr drüber nachdenken. Das ist für mich so unvorstellbar abstoßend. Dann das Gefühl, dass ich da dazugehöre irgendwie zu dem Volk. Nee. Nee. Dann widerrufe ich, ein Deutscher zu sein. Das kann ich euch sagen, ey, wenn ich so eine Politik unterstützen muss. Nee. Ja. Und im Prinzip, das ist jetzt mal so ziemlich das Nächste und Ekelhafteste, aber im Prinzip ist ja die ganze Weltpolitik voll mit so Phänomene. Ja, also
Und das Schauspiel, schau, zum Beispiel dieser Elon Musk, ja, der umarmt den auch, den Mörder, den Kindermörder aus Israel, den Netanyahu, ja. Er steht auch dazu, auch ein Kriegsverbrecher. Ja, und die Welt feiert den Mann, weil er auf X ein paar wahrscheinlich ihm unangenehme Spitzel der Regierung rausgeschmissen hat. Ansonsten ist der Typ ein falscher 50er. Ja, und der macht doch genauso mit beim WEF und der Versklavung der Menschen. Und ich verstehe gar nicht, wie man den feiern kann. Das ist alles Propaganda. Der argentinische Präsident, alles Propaganda. Der ist genauso vom IWF abhängig, vom Internationalen Währungsfonds und von Krediten der Weltbank und von BlackRock, dass der ist ein, wie nennt man das, ein Blindgänger, ein falschen 50er. Da wird jemand in Umlauf gebracht, mit dem die Leute bezahlen, aber der ist gar nichts wert. Und der argentinische Präsident Milei gehört da auch dazu. Ja, der ist genau von der Weltbank abhängig und wes Geld ich, wes Lied, nee, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Und was der da auf dem Forum in Davos erzählt hat, war nichts anderes als von Klaus Schwab genehmigte Antipropaganda, um so zu tun, als wäre er offen für Kritik. Das ist genau wie die Wahlen in Deutschland oder überall. Ihr geht wählen, aber nicht, weil ihr damit was verändert, sondern damit die wollen euch damit ruhig halten. Die wollen euch den Eindruck vermitteln, ihr hättet was zu sagen. Ihr habt nichts zu sagen. Und wenn die AfD 53% kriegt, geht der Mittelstand in Deutschland weiterhin kaputt und werdet ihr weiterhin auf den digitalen Euro hinsteuern und. Und Bill Gates sein Regalgemüse verkaufen. Da ändert sich gar nichts dran. Ihr könnt wählen, wen ihr wollt. Die Regierung bleibt immer dieselbe. Und die Politik damit auch. Ja, den ganzen Wahnsinn. Ja, kann ich mich auch in ein Irrenhaus setzen während der Gemeinschaftsstunde und die Leute kommentieren, die da rumrennen. Und der eine ist Napoleon und der andere ist, wer weiß ich was, und die unterhalten sich und da gehe ich dann drauf ein. Nee, das ist. Absolut nicht mehr. Ja. Wie gesagt, wenn ich mal so Sachen sehe, dann rege ich mich auch erst auf. Oder wenn ich hier mit meinen Freunden rede, dann haben wir schon manchmal Gespräche darüber, wo ich dann sage, Alter, das gibt's überhaupt nicht. Ne? Aber wir versuchen uns schon gegenseitig auch ein bisschen davon wegzuhalten. Ja. Ich habe ein paar super Salatköpfe da oben stehen. Mein Knoblauch wächst. Ja. Ich habe sogar einen Mandarinenbaum angefangen. Ist noch nicht sehr baumartig, aber entwickelt sich. Ja. Und so probiere ich hier alles Mögliche. Ich habe Moringa wieder mal angesetzt und Bambus gesät, Riesenbambus. Der wird 35 Meter hoch. Weiß ich jetzt nicht, ob der hier 35 Meter hoch wird, aber guter, stabiler Bambus ist auf jeden Fall ein super Baustoff. Und wenn der hier mal wächst, dann wächst er, dann wuchert der auch. Ja, bin mal gespannt. Vielleicht ist es auch noch zu kalt, dann dauert es noch ein bisschen länger. Ich habe noch mehr Saat.
Noch ein Käffchen. Ich nehme ja Honig in Kaffee, ne? Habe ich schon mal erzählt. Schmeckt wesentlich besser als mit Zucker, finde ich. Ja. Löst sich natürlich, wenn man echten Honig hat, löst sich das natürlich nicht so gut auf, ne? Ja, Schnuffel schläft. Der war heute Morgen schon ziemlich früh raus. Ist irgendwo auf dem Gelände rumgesprungen. Der ist so süß, wenn er schläft. Aber er gewöhnt sich also langsam, ganz langsam. Ja. Das ist für ihn halt seine Höhle. Ja, und die verteidigt er. Der weiß, was er vorher hatte. Das war steinig und nass und kalt. Ja, und jetzt ist er hier zu Hause und da ist er natürlich auch ängstlich, dass er das nicht wieder verliert. Wenn also jemand dann da direkt vor den Eingang tritt, dann verstehe ich schon, dass der anfängt zu knurren. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Freunde von mir, die waren mal auf Teneriffa ein paar Jahre mit ihrem Schäferhund. Und dann waren die wieder in Deutschland und der Schäferhund, der saß hinten im VW Käfer, hinter der Rückbank. Kennt ihr das noch? Dieses Gepäckfach im VW Käfer. Da saß der drin. Das war sein Platz. Und ich saß auf der Rückbank und wollte meinen Arm auf die Rückbank legen und bin damit wohl einen Zentimeter zu weit in seine Ausfluchtsöffnung geraten. Der ist total ausgeflippt, der wollte mich beißen. Ja, und so ähnlich ist der Schnuffel, das ist auch ein wilder Hund, der hat hier wild gelebt, der passt natürlich auf, dass sein Ausgang nicht belegt wird. Und die Tür hier von meiner Gär ist nur wirklich klein, ne? Also, ja, und da knurrt er dann, wenn da jemand im Eingang steht. Oder auch reinkommt. Aber jetzt kommen inzwischen schon mehrmals Leute. Also der Mike ist ja zum Besuch und dann kommt der Martin ab und zu und dann war der Chris da und er ist da jeden Tag reingekommen. Und so langsam, langsam kann ich ihn darüber beruhigen. Ich sagte mal, ey, lass mal, ist alles okay, passiert dir nichts, nimmt dir niemand was weg, ich passe auf dich auf und so. Und dann legt er sich wieder hin. Ja. Oder wenn jemand an die Steckdose geht, die da in der Nähe seiner Fressschüssel ist. Oh. Dann knurrt er. Gefährlich. Ja, aber wie gesagt, er gewöhnt sich jetzt inzwischen langsam dran. Er war jetzt praktisch ein Jahr mit mir hier alleine und jetzt kommt wohl hoffentlich auch ein Jahr, wo mehr Leute kommen und dann, beziehungsweise ich hoffe, dass er sich dann langsam dran gewöhnt, wenn dieses Jahr mehr Leute kommen. Ne, Schnuffel? Zieht die Augenbrauen hoch. Was so ein Handtuch bewirkt. Ich habe da so ein Handtuch. Weiß gar nicht, wie das da hinkommt. Das hat er sich wahrscheinlich dahin geschleppt in seinem Bettchen.
Und seit er das Handtuch da drin liegt, liegt er immer in seinem Bettchen und immer irgendwie auf dem Handtuch, die Nase in das Handtuch reingewühlt. Das ist halt mein Handtuch, ne? Und dann hat er auch was, wo er hin und her kratzen kann. Das macht er gerne. Seine Decke hin und her kratzen. Und dann nimmt er die mit dem Maul und zerrt die ein bisschen rum. Da hat er echt Spaß dran. Wie der hier ankam, hat er hier die Hundehütte entdeckt. Hier ist eine Hundehütte auf dem Grundstück. Und da war so ein alter Schlafsack oder so eine alte Decke drin. Die hat er sich da rausgeholt und hat sich die in die Sonne gezogen. Und hat sich dann da drauf gelegt. Und dann hat er die unter den Orangenbaum gezogen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ja. Herr Schnuffel. Einmal gekratzt, einmal gehorcht, wieder rumgedreht und schläft weiter. Ja, Freunde. Auf so Sachen konzentriere ich mich jetzt dann doch lieber mehr als auf das Weltgeschehen. Ich habe es schon mal gesagt, die Welt geht immer auf und ab, es geht alles immer in Wellen, alles. Alles auf der Welt passiert in Wellen, alles hat eine Frequenz. Und auch das Weltgeschehen hat eine Frequenz. Und dann gibt es einen Hochpunkt und einen Tiefpunkt und wieder einen Hochpunkt und wieder einen Tiefpunkt. Und im Moment sind wir alle vor einem ganz, 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 ganz tiefen Tiefpunkt. Und danach geht es wieder aufwärts. Da werden die ganzen Faschisten wieder abgeschafft. Bis das dann wieder so liberal ist, dass alle wieder nach Faschisten schreien, um dem Auswuchs der Liberalität zu entgehen. Und dann kommen wieder tyrannische und faschistoide Staatsmänner oder Frauen und drehen den Hahn wieder zu. Bis das die Menschheit fast erstickt und sie sich dann von den Tyrannen wieder befreit. Ja. Und die Menschheit ist auch solche Tyrannen wie die römische Dekadenz wieder losgeworden. Deshalb wird auch die Welt den Schwabismus und den das World Evil Forum wieder loswerden und seine Jünger. Da schüttelt sich die Welt einmal und dann, wie so ein nasser Hund, fliegen sie alle weg. Ja. Ja, jetzt hat er sich einfach abgeschaltet. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, also Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und stay high.